Das Jahr 2018, es war wirklich kein einfaches Jahr, zumindest für die Börsenbullen. Das Jahreshoch bei über 13.000 Punkten, das ist schon ein paar Tage her. Das sind fast 12 Monate her. Jetzt zum Jahresende sind wir gut 2.000 Punkte tiefer. Welche Lehren wir daraus ziehen sollten als Privatanleger oder auch als Experten, auf welche Assets wir uns vielleicht konzentrieren sollten, darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast. Das ist Frank Benz von der Benz AG, Partner für Vermögen. Dieses Jahr 2018, war das wirklich so ein schwieriges Jahr oder scheint das nur so? Gut, ich denke, die Anleger waren natürlich die letzten Jahre und wir alle waren etwas verwöhnt, denn es ging tendenziell nur nach oben oder umgekehrt. Wenn wir mal einen Ausrutscher nach unten hatten, sei es die Brexit-Wahl vor 2 Jahren, sei es die Wahl des Herrn Trump, dann wurde diese Scharte in der Regel sehr schnell ausgewetzt. Heute oder zum jetzigen Zeitpunkt haben wir natürlich eine Kumulation, eine starke Anhäufung von verschiedenen Ereignissen, die jetzt plötzlich die Kurse aus heutiger Sicht stärker oder extremer, Sie haben es genannt, 2000 Punkte fallen ließen, was auf der anderen Seite auch dazu gehört, es kann nicht immer nur nach oben gehen. Ich sag mal, Sie haben angesprochen, was wären die Lehren draus? Ein ganz wichtiger Punkt natürlich, Anlagehorizont des Anlegers und parallel dazu wahrscheinlich als größeres Element eine vernünftige Streuung, denn nicht alle Anlageklassen und nicht alle Aktienbranchen sind gleichfalls gefallen. Jetzt so zum Jahresende stellt man gerne mal so die Frage nach der Jahresendrallye, das spare ich mir heute. Das andere Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen hatten, was sind die Lehren daraus? Welche Assets soll ich jetzt dann allokieren? Weil im Grunde genommen ist das ja auch jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Baskets werden nochmal angeschaut am Ende des Jahres, um sich neu aufzustellen fürs neue Jahr. Gibt es da gravierende Änderungen? Gut, zum einen ist natürlich so, der private Anleger, der muss sich nicht um die Kalenderjahre kümmern. Der kann sich über andere Zyklen oder über andere Perioden in der Regel seinen Anlagehorizont. Er muss sich Gedanken machen, bevor er investiert, welchen Betrag kann ich im Extremfall wie lange entbehren oder muss ich nicht darauf zugreifen. Und je nachdem, welche Beträge verfügbar sind, darf ich in verschiedene Anlageklassen beginnen damit, dass ich sage, Risikoklasse 1 in gewisser Weise, wenn man Schwankungen, wie wir sie jetzt auch gerade erleben, wäre im Aktienbereich. Da kann ich nicht davon ausgehen, wenn ich investiere, dass ich in einem Jahr plötzlich 5% habe und die vor allem noch sicher. Wenn ich planbare Erträge oder Entnahmen oder Zeitpunkte habe, dann sollte ich das Geld etwas konservativer, dann bleiben in der Regel entweder Anleihen aus diesem Segment oder ich muss kurzlaufende Instrumente einsetzen. Und wenn ich sehr kurz, also in der extremen Monatsperioden, dann sollte ich das Geld einfach in der Kasse liegen lassen, obwohl es nichts bringt, also keinen Zins. Aber ich habe auch kein Risiko, dass ich einen direkten Wertverlust aufgrund von Kursschwankungen erlebe. Was ist denn eigentlich mit dem Thema Anleihen geworden? Wir hatten Mitte des Jahres, hatten wir Richtung Amerika gesehen und gesagt, oh, das wird schon wieder irgendwo attraktiv und so fort. Hatten eingesetzt, ja, die Aktien sind nicht mehr attraktiv, das ist alles viel zu schwierig, lasst uns reingehen in die Anleihen. Das klang ein bisschen hektisch, wie jetzt ein halbes Jahr zurückblickend, wie beurteilen Sie diese Situation? Gut, auch hier hatten wir ein klares Signal, ausgehend von USA. Die amerikanische Notenbank hat bereits im letzten Jahr begonnen, den Zins, der auch bei Null war vor einigen Jahren, wie die EZB ihr Zinsniveau hält, anzuheben. In der Zwischenzeit sind wir bei knapp 2,25 in so einem Korridor. Das heißt, wir haben ein absolutes Delta zwischen Europa und Amerika einfach mal von plus minus 2%. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn die amerikanischen Gesellschaften eine Anleihe herausgeben, sind sie in der Regel mindestens bei 2% plus X, nämlich aufgrund der Bonität haben private Unternehmen in der Regel nicht nur diese Staatsrendite. Das wiederum verglichen mit der Dividendenrendite von Zinspapieren, zum Beispiel S&P oder Dow Jones, der ungefähr bei 3,2, 3,5 liegt, würde bedeuten, es ist für mich als Anleger unerheblich, ob ich heute noch eine Aktie habe, die 3,5% ausschüttet oder ob mir ein amerikanisches Staatspapier reinnehme und eine gewisse höhere Sicherheit habe, immer unterstellt, ich erwarte keine starke Inflationsanreize. Und diese ersten
Signale gab es im Februar diesen Jahres, wo die Diskussion aufkam. Es wurde dann noch etwas hinausgezögert. In der Zwischenzeit haben wir die Bestätigung, dass die Zinsen in den USA auf dem Niveau sind, was auch dazu führt, dass die Gelder eben tendenziell nach USA strömen und zum anderen zeitweise natürlich, wir haben es vorher gesagt, wir haben ja gute 5 Jahre Kursentwicklungen gehabt, dass ich einfach sage, ich nehme auch mal Gewinne aus der Risikoklasse Aktie heraus und lege die auf plus minus 3% im Zinsbereich an. Jetzt hat Jerome Powell gesagt, es dauert immer so ein bisschen, bis, wenn ich an der Zinsschraube drehe, dass ihr das in der Wirtschaft merkt. Ich versuche das so ein bisschen flapsig darzustellen. Und das bisschen, was es dauert, kann ein Jahr sein, kann aber auch länger sein. Und der Markt sagt sofort, oh, da gibt es eine Zinspause. Gesagt hat er das ja nicht. Nein, aber auf der anderen Seite hat man das, die Anleger oder die Investoren, speziell die professionellen Investoren, die machen sich ja auch ihre Gedanken und haben ihre Szenarien, die sie durchspielen und machen eben genau solche Vergleiche, wann muss ich oder wann sollte ich aus welcher Anlageklasse, um das Risiko rauszunehmen, ohne dann auf der Renditeseite extrem verlieren oder irgendwas nachrennen zu müssen. Und man erkennt natürlich diese plus minus 3%, von denen wir reden, als Niveau. Das ist eine markante Größe, wo man vorsichtig sein muss, ob das amerikanische Wirtschaftswachstum auf Dauer, also über die Jahre gesehen, dieses Niveau halten kann, weil es wäre natürlich fatal, wenn ich plötzlich 3 oder 4% Zinsen habe und gleichzeitig nur noch ein Wirtschaftswachstum von 1%. Und je höher natürlich die Zinsen eines Landes sind, desto stärker wirken sie natürlich auf die Wirtschaft, denn die Unternehmen müssen mehr Geld also bezahlen, wenn sie Geld aufnehmen wollen, überlegen sich, ob sie investieren, und das würde sich natürlich dann im nächsten Schritt sofort auf die Wirtschaft selber, auf Arbeitslosigkeit und ähnliches, Konsum auswirken. Jetzt lassen Sie uns mal versuchen, eine Lanze für die Anlageklasse Aktien nochmal zu brechen. Die Deutsche Bank hat es getan. Sie hat gesagt, Ende des Jahres stehen wir bei 12.900 Punkten. Und ich habe erst mal irritiert hingeguckt. Die sprachen aber von Ende 2019. Wäre so ein Potenzial von um die 9%. Reicht das, um die Anlageklasse Aktie weiter attraktiv zu halten? Weil 9% ist ja letztendlich, wenn es richtig gut läuft. Ist richtig. Ich weiß nicht, muss jeder Investor für sich natürlich selber entscheiden, ob er wegen 9% bereit ist, in diese Risikoklasse, ich betone das einfach in der Form, einzusteigen. Wenn er einen entsprechenden Anlagehorizont hat, wenn er sich heute die Unternehmen, sei es im DAX, sei es im MDAX, sei es im Dow Jones zum Teil anschaut. Ich denke, wir haben auch einige Kandidaten, die wurden, warum auch immer, zu Unrecht überstrapaziert, also zu Unrecht extrem abgestraft. Wenn ich mir die Dividendenrendite anschaue, jetzt die Tage kamen die ersten, sage ich jetzt mal, Schätzungen für die Dividende im Jahr 18, im Frühjahr 19. Es soll die Dividende, die bei allen DAX-Unternehmen soll, nicht gekürzt, sondern behalten oder sogar gesteigert werden. Wir haben innerhalb vom DAX eine Milliarde mehr Ausschüttungsvolumen, obwohl die Unternehmen etwas weniger verdient haben. Das heißt, wenn ich unter dem Aspekt mir das anschaue und sehe dieses gedrückte Niveau im DAX und ich will mein Geld nicht morgen oder in 2 Jahren, sondern vielleicht in 3 oder in 5, dann glaube ich, gibt es Branchen, gibt es Anlagesegmente, wo ich mein Geld guten Gewissen immer im Rahmen der Struktur dort einfließen lassen kann, weil wenn ich schon mal 3% Dividende hätte, dann reichen wir ja allein schon die 6% Kursgewinn, und die sind betrachtet aus heutiger Sicht wahrscheinlich sehr realistisch. Was ja auch realistisch ist, sind unsere vielen Baustellen, die wir haben. Italien mit dem Haushaltsstreit, Brexit, hart oder weich oder wie auch immer. Die Bank of England sagt ja, wenn wir nicht aufpassen, kriegen wir eine richtige Rezession in England. Aber auch wenn es eine Insel ist, kann man das nicht isoliert betrachten. Wir haben einen Handelsstreit, USA, China. Jetzt gehen wir mal davon aus, alle Streitigkeiten sind auf einmal erledigt. Dann sind 9% aber sehr konservativ betrachtet. Das ist richtig, aber wir haben natürlich schon 1,5 oder 2 Jahre hinter uns, wo wir eben immer wieder über eine dieser Baustellen reden, die dann zwar die Favoritenrolle wechseln. Also jetzt haben wir ja wieder maßgeblich, Sie haben es erwähnt, seit heute die Information, Bank of England spricht von einer Rezession, wenn No Deal Brexit entsteht, also wenn man ungeordnet sich trennt. Wir haben am Wochenende den G20-Gipfel. Der Herr Trump wollte strategisch vorgehen, die tendenziell die europäischen Automobilunternehmen in die Knie zwingen, mit den Chinesen sich sowieso anlegen. Er hatte die letzten 2 Tage ein bisschen hausinterne Probleme, weil General Motors einfach gesagt hat,
wir haben ein Problem, wir werden Leute entlassen. Und die zwar auch hausgemacht sind, diese Probleme, wenn ich das mal so... Das akzeptiert er aber nicht. Es geht nur darum, wir haben jetzt die erste amerikanische Gesellschaft, wie ich es sehe, die einfach konkret die Punkte nennen, die sagt, wir haben höhere Strafzölle auf Materialien, wir haben die Lohnkosten und die ganze Problematik. Wenn wir das nicht wegkriegen, müssen wir einfach kürzen. Und wo kann ich am einfachsten kürzen? Beim Personal. Wenn dem weitere folgen, sei es eine Firma Apple, weil er eben mit China sich anlegt und sagt, alle Apple-Produkte, die zwar amerikanisch sind, aber aus China kommen, plötzlich auch hochgehen und sagt, und wir entlassen auch Summe X, dann haben wir interne Probleme und das würde dazu führen, dass er etwas, wie würde man schön sagen, etwas geschmeidiger wird und sich vielleicht plötzlich von seiner extremen Rhetorik ein bisschen abwendet oder... Wir reden immer noch von Trump? Wir reden immer noch von Trump. Oder er sich vor allem ein bisschen kooperativer zeigt. In Italien haben wir Ähnliches gesehen. In Italien hat sich extrem mit der EU angelegt, auf dem einfachen Grund, sie sind sich sicher, wir würden die nie fallen lassen. Die haben ein kleines Problem bekommen. Die hatten vor letzte Woche haben sie eine sogenannte Patrioten, also eine Anleihe rausgegeben, die speziell von den italienischen Bürgern hätten gezeigt werden die ja sollen traditionell und immer können. Sehr gerne anlegen im Land. Ja. Genau, und plötzlich haben die Italiener selber ihre eigenen Hausanleihe oder ihre Domestikanleihe nicht getraut. Der Absatz ging schleppen. Das heißt, eigentlich kommt jetzt gerade ein negatives Votum in die Strategie rein. Und auf einmal reden wir davon, dass die Zahl 2,4 nicht in Stein gemeißelt ist, sondern wir vielleicht noch ein bisschen Variabilität haben. Das Gleiche haben wir im Brexit. Das Einzige, was der Anleger machen kann, er kann nur sich von Termin zu Termin hangeln und sagen, okay, wo brennt es gerade am meisten? Und mit jedem Tag, wo ein bisschen was von der Baustelle zugeschüttet wurde oder eine neue Absperrung aufgestellt wurde, kann er einen gewissen Mut schöpfen und kann sagen, das trifft jetzt weniger der Welt, das trifft jetzt mehr Europa, das trifft jetzt weniger. Ich glaube, das ist das Einzige, was man im Moment in dieser virulenten Situation machen kann. Das heißt, als strategischer Anleger. Und das bedeutet letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, diese Baustellen, die wir haben, die werden uns noch eine Weile begleiten. Hin und wieder wird mal da ein bisschen Flickwerk gemacht, um zumindest das gröbste Loch wieder zuzuschütten. Aber liebe Anleger, richtet euch mal darauf ein, dass 2019 nicht leichter wird. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wir kriegen natürlich markante Punkte. Also beim No-Brexit-Deal, in Anführungszeichen, den sehen wir dann am 29.03. Das heißt, wenn einer übervorsichtig ist oder Italien, die Diskussion geht nicht bis Ende 19, sondern haben wir vorher irgendein Ergebnis, das in eine Richtung geht. Und das ist schon ausschlaggebend, wie dann die Märkte oder die Zinsen und die Währungen reagieren. Wenn ein Anleger flexibel ist, also bereit ist, raus und rein zu gehen, schnell Gewinne oder Verluste zu realisieren, dann ist es eine schöne Spielwiese. Wenn ein Investor strategisch anlegt, nämlich auf Jahre, dann muss er ab und an eine Durchstrecke aushalten und sagen, oh, jetzt habe ich gekauft, leider 7% im Minus, aber ich bekomme ja eine Ausschüttung von 3 oder 4%. Bis ein bisschen Schmerzensgeld, mit dem kann ich ganz gut leben. Frank Benz von der Benz AG Partner für Hörmigen. Dankeschön für das Interview. Bitteschön. Also jetzt ist an Ihnen. Sind Sie der Stratege, der langfristig denkt, oder lieben Sie die Volatilität und suchen Ihre Chance dann dort? Was für ein Typ Sie auch sind, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen.